Na, ich zeig mal kurz den Originalton, ich werde das dann kommentieren. Da sind wir wieder. Wir haben uns gerade Gedanken gemacht und wieder berührt auf der Achtungsklasse, wie das mit solchen Linien Sinn funktioniert. Ja, das ist schlimm. Also, es geht darum, wir sind, nochmal zur Erinnerung, wir haben eigentlich diese beiden Gleichungen gleichgesetzt, weil sie gleiche x- und y-Koordinaten haben. Wir haben uns also nochmal der linearen Gleichungen und linearen Funktionen erinnert. Das war der Haken an der Sache. Aber es gibt wesentlich elegantere Verfahren. Und elegantere Verfahren, die stelle ich jetzt gleich vor. Also das war ja hier sehr aufwendig. Okay, ich habe nochmal eine Probe gemacht, aber es war sehr aufwendig. Ne? Also vergleichsweise. Es geht, man kriegt ja alles raus. Aber da gibt es bessere Lösungen, schnellere Lösungen. Später, wenn wir dann auf Karl Friedrich Gauss kommen, der konnte das noch besser, der hat das dann. Aber das eins nachher immer. Man macht das bei, wir bleiben mal zweigleich, bei Zweigleichungen macht man es grundsätzlich so, dass man die mit römisch 1 und 2 bezeichnet. Römisch 1 für die erste Gleichung, römisch 2 für die zweite und das schreibt man grundsätzlich so. Nehmen wir mal ein Beispiel, 2x plus y soll 0 sein und die andere Gleichung heißt, na, irgendwas ist mir da eingefallen, x minus y ist gleich, na, was nehme ich? Minus 3, gut. Jetzt sehen die ja nicht so aus wie eine Funktionsgleichung, aber ich könnte jetzt mit diesen Gleichungen auch Folgendes machen und jetzt zeige ich nochmal das Gleichsetzungsverfahren. Das geht nämlich immer. Das ist eine Geschichte, womit man jedes Gleichungssystem lösen kann, ohne ganz besonders, sagen wir mal, sich was einzuprägen. Aber wenn man sich andere Verfahren einprägt, dann wird es natürlich spannender. Ich habe jetzt hier beide Gleichungen mal nach y umgestellt. Das ist hier nicht ganz so leicht. Hier gibt es zwei Schritte. Normalerweise schreibe ich immer die Gleichheitszeichen schick untereinander. Habe ich hier jetzt mal gelassen. Aber wenn ich jetzt minus x sage, dann steht minus y ist gleich da. Und zwar minus 3 minus x. Das muss ich noch mit 1 multiplizieren oder durch 1 dividieren, um ein sauberes y von zu erhalten. Also y ist gleich, muss die Gleichung heißen. Und alles entsprechend multipliziert heißt x plus 3. Ich hätte auch 3 plus x sagen können. Aber jetzt sieht sie klassisch aus, so wie eben schon dargestellt. Jetzt habe ich typische f von x Gleichungen. Ne? Y ist gleich. Und jetzt hatten wir gesagt, wenn die so aussehen, dann kann ich auch die y-Werte gleichsetzen. Also kann ich auch die Gleichung gleichsetzen. Und das habe ich dann auch getan. Diese Gleichungen also gleichsetze, dann arbeite ich wie früher auch. Also wie in der 8. habe ich, wie bei der Schnittpunktberechnung, mache ich das auch. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu umständlich. Es geht auch besser. Na, mal sehen, wie ich dann weiter vorgegangen bin. Ich habe das nochmal kurz skizziert. Also die beiden Graphen, das werde ich jetzt mal kurz überspringen, dann ist das nicht so schlimm. Also hier die beiden Graphen, ich halte das Originalvideo mal an. Hier. Die beiden Gleichungen, y ist gleich, alles gleichgesetzt. Und ich habe mal geschätzt, minus 1, 2, da müsste sich der Schnittpunkt ergeben. Das heißt, der x-Wert bei diesem Gleichungssystem und der y-Wert müssten geschätzt ungefähr so lauten. Na, gehen wir mal weiter, mal sehen, was passiert. Wie löst man es aber eleganter? Man macht einen Strich drunter. Und es geht hier um diese beiden gelb eingerahmten Gleichungen. Man macht einfach einen Strich unter alles. Und jetzt kommt's. Jetzt sagt man eisekalt, das geht eleganter. Jetzt kommt das Elegante. Wie bei der schriftlichen Addition sagt man einfach, ich addiere, ich setze die erste und die zweite Gleichung gleich. Wenn ich die beiden umgestellt habe, dann kann ich also sagen, minus 2x ist gleich x plus 3. Das ist noch nicht elegant. Entschuldigung. Das Elegante kommt dann gleich. Das wird dann viel schöner. So, jetzt mache ich das alles. Das mache ich alles wie oben. Also wer das dann sich nochmal extra anschauen will, der guckt nochmal die obere Lösung an. Na, hier komme ich auf das hier. Minus 3 ist gleich 3x. Das ist Handwerkszeug jetzt hier. Durch das. Ich muss aber erst vorher umstellen, damit ich sie gleichsetzen kann. Jetzt errechne ich den y-Wert und schnappe mir eine von den oberen Gleichungen. Und setze dann ein, ne, was ich gefunden habe, minus 1. Und ziehe das, kommt raus. Und das war gar nicht mal so schlecht. Mein Schnittpunkt habe ich relativ gut geschätzt hier. So, jetzt kommt das Schöne. Jetzt hat man Fragen geklärt. Jetzt kopiere ich mir mal diesen Kram hier und löse das Gleichungssystem mal wirklich eleganter. Das war unelegant eben. Das funktioniert zwar immer, das war unelegant.
So, wo habe ich das kopiert? Wir werden mal sehen. Das war das Gleichsetzungsverfahren, weil beide die gleichen Werte haben. So, jetzt kommt das Additionsverfahren. Jetzt habe ich mir dieses Gelbe nochmal kopiert und mit dem Additionsverfahren zeige ich mal, wie elegant das jetzt geht. Ich mache einfach einen Strich drunter. Na komm, Strich. Jetzt treibe ich mich schon selbst an. Also einen Strich drunter gemacht und jetzt wird einfach addiert. Ich sage, und das, damit ich weiß, was ich getan habe, schreibe ich 1 plus 2. Das Tablet ist nicht immer ganz genau am Rand, deswegen muss ich das nochmal neu schreiben. 1 plus 2 schreibe ich hin, damit ich später weiß, was ich getan habe. Und jetzt kommt ganz eisekalt, von oben nach unten, 2x plus x. Ich nehme die ganze Gleichung, die addiere ich zur ganzen ersten, aber schön buchstabenweise und also variablenweise und so weiter. Und schön untereinander, 2x plus x ist 3x. Y plus minus y ist nichts mehr, also nichts plus 0. Und 0 plus minus 3 ist minus 3. Die 0, die kann ich mir aber schenken, die werde ich jetzt gleich wegradieren, glaube ich. Das Schicke ist nämlich, jetzt sieht man das gleich, y ist weggefallen. Man hat bloß noch eine Gleichung mit einer Variable. Denn eine Gleichung mit zwei Variablen kann man nicht lösen. Und ich nehme mal die 0 weg, damit man besser sieht, wie die aussieht. Die sieht nämlich aus wie diese Gleichung da. Was ich erst durch großes Umformen hinbekommen habe, habe ich hier mit dem Additionsverfahren auf einen Schlag gemacht. Na, das war echt umständlich und hier 3x ist minus 3, peng, fertig. Und das nur durch einfaches Addieren. Jetzt teile ich durch 3 und komme natürlich genauso auf x ist gleich minus 1. Und ich muss jetzt auch y ausrechnen, aber da muss ich mir wirklich einige von den beiden Gleichungen umstellen. Und zwar die, die am leichtesten umzustellen geht und das mache ich dann auch. Und rechne dann meinen y-Wert zu Fuß aus. Also umstellen und Action. Dann haben wir das. So, na mal sehen, wie es weitergeht. Also das bleibt mir nicht ganz erspart, aber hier diese ganze Zeichnerei, das kann ich mir ersparen. Und das Gleichsetzungsverfahren, beide Gleichungen umzustellen, hier noch mit mal minus 1 zu nehmen und so weiter, den ganzen Quatsch kann ich mir ersparen, wenn ich in diesem Fall, bietet sich es nämlich an, dieses Verfahren anwende. Das geht nicht bei allen Gleichungen. Aber das ist eine elegante Abkürzung. Jetzt habe ich mir noch was anderes einfallen lassen, und zwar noch mal eine andere Variante und zeige ein anderes Verfahren, weil da kann ich dann kein Additionsverfahren anwenden. Das geht nur, weil sich y und minus y zufälligerweise untereinander gestellt hatten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gleichung umwandle und sage, ich möchte y ist gleich dastehen haben, dann heißt das, dass ich mir am besten zur eigenen Sicherheit hinschreibe, römisch 1, kleiner Index 1, dann hieße die ja, y ist gleich minus 2x. Ne? Wenn ich das also dann tue, ich habe hier in diesem Fall jetzt nochmal so getan, als wenn ich erst meine Gleichung umwandeln müsste, um mein y auszurechnen. Das gehört ja, es gehören immer beide Werte dazu. Jetzt habe ich den Wert und den Wert als Lösung des gelben Gleichungssystems. Das ist die Lösung. Nachvertonen ist immer ein bisschen schwieriger. Es erklärt sich nämlich leichter, wenn man mit den Schülern direkt sprechen kann. Und deswegen ist das hier ein bisschen holperig, muss ich sagen. So, aber das macht nichts. Jetzt geht es ja weiter. Mal schauen, wie weit sind wir. Ja, ich habe mir zwei Gleichungen hingeschrieben. Y ist gleich dies und y ist gleich das. Und beide Gleichungen, schauen wir mal, hier haben den Anstieg 2x. Das heißt, die beiden Graphen laufen parallel. Die beiden werden sich nie schneiden. Das heißt, hier kriege ich auch nichts raus. Wenn ich sage, 1 ist gleich 2, ne? Gleichsetzungsverfahren schreit ja danach, weil die schon beide umgestellt sind, werde ich gleich sehen, hier kriege ich keine Lösung raus. Denn wenn ich 2x auf beiden Seiten wegnehme, peng, bleibt 1 ist gleich minus 3 dastehen und das ist ja nicht gleich. Also das heißt hier, in diesem Fall bei gleichen Anstiegen, wird hier nie was Positives passieren, nicht Lösbares passieren, das geht so nicht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Ding. Ach so, Moment, ich mache hier mal Pause. Wenn ich diese Gleichung in blau dargestellt bekommen hätte, auch hier sieht man es nicht unbedingt. Wenn ich die umstelle, ich habe hier bloß mal die Gleichung, die schwarzen, wo man eindeutig sieht, das sind typische Gleichungen, die
gleichen Anstieg haben. Wenn ich die hier umbastle und kriege die so serviert und löse die dann irgendwie und kriege keine Lösung raus, dann kann es nur bedeuten, dass diese beiden Graphen sich nie schneiden. Aber wir kommen später noch auf unendlich viele Lösungen, keine Lösung, eine Lösung, zwei Lösungen, weiß der Kuckuck was. Das geht dann da noch weiter. So. Wir haben noch einen draufgesetzt, wir haben noch ein Video hinten dran gesetzt. Ja, also das habe ich hier nochmal erläutert. Keine Lösung. Es geht dann im nächsten Video weiter und das werde ich auch gleich nachvertonen. Ich schätze, da ist der Ton genauso schlecht. Aber das technische Problem ist gelöst. Okay, dann lassen wir das an der Stelle und machen ein drittes Video zum Einsetzungsverfahren. Da wird eingesetzt. Werden wir dann gleich sehen.